Hallo zusammen. Ich habe gefunden, ich mache heute ein Video für euch. Und ich werde mich schminken ein bisschen über mich erzählen, dass ihr mich kennenlernt. Wer ist Jean Makeup? Was macht sie? Und ja. Ihr werdet dann demnächst noch ein Video wahrscheinlich bekommen mit einer Kollegin von mir. Ich weiss jetzt nicht, ob das vorher oder nachher rauskommt. Vielleicht ist es schon draußen, dann habt ihr mich schon mal gesehen. Wenn nicht, hallo zusammen. Ich bin Jasmin. Ich bin angehende Make-up-Artistin. Ich werde im April meine Ausbildung anfangen als Make-up-Artistin und ich mache Make-up in der Freizeit im Moment oder in meinem Geschäft. Ich bin hauptberuflich Fotografin, ich bin in Zeni. Herzlich willkommen zu meiner Fassade. Zu meinem Gesicht. Nein. Freut mich, dass ihr mich gefunden habt, wie ihr mich gefunden habt. Wie immer, ich hoffe, ihr werdet Spass haben mit dem Video. Ich hoffe, euch wird alles gefallen, was ihr macht. Ich hoffe, ihr findet etwas, das ihr brauchen könnt. Und ja, dann würde ich sagen, legen wir sonst mal los. Ich werde jetzt einfach mal mich ein bisschen schminken. Das könnt ihr alles Alltags-Make-up, vielleicht auch nicht Alltags-Make-up, je nachdem, was ich machen würde. Ich habe jetzt einfach mal ein paar Produkte in mein Studio mitgenommen und fand, ja, tun wir doch mal vor diesem weißen Hintergrund da ein bisschen filmen. Normalerweise trage ich eine Brille, ich habe jetzt keine. Ich sehe eigentlich ohne Brille eigentlich recht gut trotzdem. Und genau, hätte ich sie an, würde ich mich erstens nicht schminken und zweitens würde es ein bisschen interessant aussehen. Deshalb ja, bin ich jetzt hier ohne Brille mit meiner schönen, müden, glänzenden, öligen Leinwand hier. Genau. Auf jeden Fall, genau. Auf jeden Fall, genau. Ich werde mich jetzt einfach ein bisschen schminken, ein bisschen erzählen. Wenn ihr Fragen habt, stellt mir die gerne in den Kommentaren. Ihr könnt mich anschreiben, wie auch immer. Wenn ich nicht in die Kamera schaue, dann hat das damit zu tun, dass nebenan gerade der Monitor ist und ich in den Monitor schaue, weil ich mich das noch nicht so gewöhnt bin, mit der Kamera zu schwätzen. Genau. Genau. So, mit was fangen wir denn an? How about bees? Ich weiss, ich mache meine Posts auf Englisch, ist extrem blöd eigentlich, weil ich mache meine Videos auf Schweizerdeutsch. Ich werde sie auch weiterhin auf Schweizerdeutsch machen. Und genau. Das ist so ein bisschen vielleicht ein minimales Problem. Aber ich werde wahrscheinlich meine Sachen dann alle subtiteln und genau. Und das Mal habe ich einen Spiegel vor mir, nicht so wie da mit dem Video, das ich mit einer Kollegin gemacht habe, die ihr vielleicht schon gesehen habt oder noch nicht gesehen habt, weil es noch nicht draußen ist. Auf jeden Fall muss ich mich jetzt nicht immer im Monitor anschauen, wenn ich sehe, wenn ich etwas nicht schön verblende, wenn ich etwas nicht schön gemacht habe. Genau. Das Produkt, das ich jetzt gerade auftrage, ist von der Marke Innisfree. Es ist Green Tea Tree Serum. Genau. Es ist Green Tea Seed Serum von Innisfree. Und ich tue das jetzt einfach da grossig auf meine Haut, weil meine Haut ist trocken wie Sahara. Das wäre dieses Produkt hier. Dieses hier. Das da. Das tue ich immer gerne vor dem Schminken drauf. Und es zieht recht schnell ein und es tut der Haut extremst gut. Meine Haare sehen wieder irgendwie wie etwas aus, wie ihr im anderen Video dann auch werden sehen, aber das ist einfach meine Haartextur irgendwie einfach etwas ist. Genau. Es gleicht zum Teil ein bisschen rötiger aus. Ich weiß nicht, wie man das auf der Kamera sieht, aber hier im Spiegel sieht es eigentlich recht gut aus. Jetzt ist schnell der Spiegel adjusten. Adjusting the mirror. So. Ich hätte eigentlich auch Haarbänder da, wo ich meine Haare dahinter nehmen könnte, aber ich glaube, nachher wird es noch schrecklicher. Deshalb lassen wir das jetzt mal fürs Erste sein. Ärmel dahinter, wir können loslegen. Manchmal tue ich noch gerne hier unten einen Pore Primer drauf, zum Lastwagen, um meine Poren hier unten verfeinern. Aber das mache ich jetzt nicht, weil einfach meine Haut sonst noch trockener wird, als das sie jetzt schon ist. Und ja, genau. Ich nehme jetzt einfach von diesem Serum noch mal ein bisschen und tue das einfach unter die Augen einreiben, da unten durch. So. Es tut so die ganze Haut dann wirklich schön weich machen. Also den Pore Primer jetzt da. Und schön quasi filtern. Aber habe ich jetzt eigentlich nicht so vor. Ich
Kopf, wo es ein tut. Ich hoffe nicht, dass meine Augenringe nicht am Randalieren sind des Todes momentan. Wenn ich überschaue, glaube ich, auf dem Handy, wenn mir irgendjemand irgendetwas geschrieben hat, ich habe zwar den Ton ausgeschaltet. Genau. So, also. Ich kann eigentlich nicht gerne Base-Produkte im Sinne von Foundation. Ich trage nicht gerne Foundation, weil meine Haut ist grundsätzlich eigentlich recht gut, sagt sie, und hat da unten einen riesen fucking Pickel. Und sonst auch ein bisschen Bibeli und so, aber... Und da unten... Es ist eigentlich recht gut. Also ich brauche jetzt nicht die Amis 3 Tonnen Foundation. Ich tue mir lieber einfach in die Stellen, wo ich brauche, Concealer drauf. Was ich jetzt vielleicht nicht mache, ich weiss es nicht, weil es hat wie im Video, das ich mit einer Kollegin gedreht habe, würde ich gerne mal selber mit Pretty Fresh Glowing, was ist es? Hyaluronic Acid Tint Moisturizer von der Colourpop in Fair in brauchen. Einfach mal zum Ausprobieren, ob das ein gutes Produkt ist. Wüsste ich jetzt aber nicht, das ist das Ding. Deshalb würde ich das jetzt einfach mal auftragen, wenn meine Haut nachher aussieht wie ein Häufchen Scheiße. Dann wissen wir wieso. Aber ich denke nicht, weil es hat bei ihr eigentlich recht gut aussehen. Es ist recht natürlich, es deckt minimalst ab. Genau, und ich habe jetzt hier ein bisschen ein Pato Wasser. Da. Ein Pato, genau. Ein Becher mit Wasser. Wo ich jetzt mein Schwämmchen drin nass gemacht habe, schnell. Wir sind vorbereitet hier. Das hat sie überall auf den Tisch getropft. Sehr schön. Dann nehmen wir jetzt hier von diesem Produkt. Das wäre die Farbe. Von diesem Produkt ein bisschen auf den Schwamm. So. Und dann das einfach mal so verteilen. Es sieht fast aus, als wäre es eigentlich vom Hautton her nicht schlecht. Jetzt nehmen wir hier mal ein bisschen da in die Mitte. Grundsätzlich, was ich immer mache, wenn ich Sachen auftrage, ist, ich gehe von der Hautmitte, also quasi von da gegen außen. Heisst, dass ich eigentlich von der Mitte raus arbeite. Ich habe eigentlich die Schwämmchen noch recht gern grundsätzlich. Das sind jetzt Schwämmchen von einer No-Name-Marke, die ich gekauft habe in Korea, also aus Korea geholt habe. Weil ich viele Sachen auch koreanische Minki brauche, die ich einmal von dort bestelle. Good News, wir gehen im März auf Korea. Gehen fotografieren. Und werde dort arbeiten, an der Fashion Week. Also besser gesagt, ich werde an der Fashion Week einfach Fotos machen. Ich werde jetzt nicht schminken, so weit sind wir dann doch noch nicht. Ich habe bis jetzt, einfach, wenn ich für den Beruf geschminkt habe, habe ich für Fotoshootings geschminkt vor allem. Also für eigene Projekte oder Projekte von anderen Leuten. Wenn es niemand hatte, der sonst die Visagistin gespielt hat, quasi, dann habe ich einmal angeboten, dass ich das Make-up übernehme. Und bis jetzt ist das eigentlich immer gut gegangen. Und ich mache es halt eben auch schon ein bisschen länger. Also ich tue mich auch selber sehr gerne schminken, weil ihr vielleicht erwarten könntet, wenn ich da Make-up-Videos mache. Ich mache es eben, wie gesagt, ein bisschen länger schon. Ich komme aus Zürich, bin gebürtige Zürcherin und bin erklärt. und wohne außerhalb. Mein Studio ist in Schlieren. Die Adresse und dazu kann ich euch sonst später auflisten, wenn es euch interessiert, wenn ihr mal wieder vorbeikommt für Fotoshootings oder einfach zu mich kennenlernen. Und ihr könnt gerne auf meine Webseite gehen und einen Termin vereinbaren auf den angehenden Kontakt oder mir per Geschäfts-E-Mail, die ihr auf YouTube findet, schreiben. Genau. Ich bin eigentlich immer sehr offen mit den Leuten. Ich bin jetzt eigentlich immer so, oh mein Gott, ich bin jetzt YouTuberin, ich tue mich jetzt nicht mit dieser Person abgeben, weil ich finde, das macht man einfach nicht. Und genau. Also, klar, ich habe auch meine Sachen zu tun und so, aber wenn ich nichts Besseres zu tun habe in diesem Sinn, also wenn ich keine Termine habe und so, dann treffe ich mich gerne mit Leuten und lerne neue Leute kennen. Von dem her müsst ihr da keine Sorgen haben. Genau. Was steht sonst noch? Was ich, das wäre mein Hund im Hintergrund, was ich jetzt gerade bewegt. Und ins Studio zu laufen kommt. Sehr gut. Ja, ich habe einen Hund. Ich nehme sie einmal auch mit ins Studio. Das wäre eigentlich so ein bisschen zu beachten. Sie ist einmal da. Also wenn ihr Angst vor Hunden habt, dann müsst ihr das vorher sagen. Dass ich sie nicht mitnehme, wenn ihr einen Termin vereinbaren. Genau, jetzt hier der Rest hier aufs Augenlid drauf.
klopfen, draufstreichen. Und dann ist das auch drauf. Und es sieht eigentlich recht gut aus, muss ich jetzt mal so sagen. Es sieht nachher nicht viel aus, aber es sieht gut aus, so weit. Genau. Dann würde ich jetzt mit einem Concealer reingehen und einfach unter den Augen, weil ich habe ein bisschen Augenring, weil ich habe so ein bisschen Probleme mit Schlaflosigkeit, also mit Insomnia. Deshalb würde ich jetzt hier und hier ein bisschen, weil ich bin da ein bisschen verfärbt, würde ich da jetzt ein bisschen Concealer auftragen. Einfach weil ich würde jetzt einfach mich so ein bisschen schminken, wie ich mich gerne schminke. Es werden viele sagen, oh mein Gott, was ist das für eine Technik und so. Aber eben so mache ich das auch einfach an mir. Gesundheit, Eli. Concealer-Pinsel. Bin ich blind? Ich mache es einfach mit dem Schwämmchen gut. Dann hat sich das mit dem Concealer-Pinsel auch erledigt. Das ist jetzt ein Concealer von der Marke Colourpop. Also nochmal ein Colourpop-Produkt. Und zwar der No-Filter-Concealer. Also den finde ich persönlich, habe ich den am liebsten. Ich brauche den, wenn ich Cosplay schminke. Ich brauche den, wenn ich verschiedene Sachen mache. Und ja. Also wenn ich Cosplay schminke, dann brauche ich eigentlich keine Foundation. Ich weiss, das ist etwas vom Dümmsten, was man machen kann, aber... Genau, ich tue halt meine Problemzone oder was immer dann einfach mit Concealer abdecken. Weil ich finde, das ist gängiger und gäbiger, als wenn man 3 Tonnen Foundation draufklatscht für den ganzen Tag. Und man dann nachher nur wieder auffrischen muss. Und der hält eigentlich sehr gut. Also ich tue das jetzt auch hier unten unter den Augen schön einklopfen. Und den Rest aufs Auge tragen. Weil das ist eine gute Base auch für Lidschatten. Genau. Und so sieht meine Haut aus, wenn sie einigermaßen super ist. Genau. Jetzt will ich hier da meine Lippen nehmen, weil ich hier meine Bartverfärbung, nenne ich die ein bisschen liebevoll, ein bisschen habe, dann ich die hier auftragen. Und dort ein bisschen abdecken. Wie gesagt, ich mache Cosplay, also ich werde auch an der Fantasy Basel vor Ort sein und alle 3 Tage oder vielleicht auch nur 2, kommt ein bisschen davon, wie ich Lust und Luna habe. Cosplay. Das ist so ein bisschen das. Ich bin eben in vielen kreativen Szenen unterwegs. Ich zeichne gerne. Ich mache Fotografie als Beruf. Ich habe es aber vorher schon als Leidenschaft gemacht und als Hobby. Ich mache auch Video. Ich mache Musikvideos, mache verschiedene Sachen und genau. Ich bin immer mich am Weiterentwickeln, am Lernen etc. Und ich habe endlich entschieden, dass ich jetzt doch noch quasi das Diplom als Make-up-Artist mache. Und ich habe mich auch dazu entschieden, um das bei einer gewissen Schule zu machen, die ich jetzt nicht mit dem Namen nennen würde, aber wenn ihr euch ein bisschen auskennt, dann ist das die Schule in Wallisellen. Geht beim Bahnhof zu. Ja. Und dort werde ich im April anfangen, wie gesagt. Und meinen Spass haben. Und ja, genau. So, das sieht doch alles recht gut aus. Jetzt werde ich das Ganze mit einem Puder setzen, wo Zufall natürlich auch von Colourpop ist. Ich habe sehr gerne eben Base-Produkte von Colourpop halt. Und das wäre Snow Filter Pressed Powder, das da. Diese hier. In der Farbe Light natürlich, weil ich sehe aus wie die Wand. Ich bin fast so weiss wie mein Hintergrund. Und das würde ich jetzt halt einfach auftragen mit so einem kleineren Base-Pinsel, den ich auch mal gerne brauche, um das Puder auftragen damit. Ich finde, es macht extrem schöne Es macht extrem schön die Haut samtig. Also es gibt so ein bisschen einen Airbrush-Effekt. Ich weiß nicht, ob man den jetzt da gut sieht von meiner Aufnahme. Aber ich finde es eigentlich noch recht schön. Und ich tue das euch wirklich da unter die Augen, dass da nicht creased. Und sonst ist mir das eigentlich recht wurscht. Also besser gesagt, ja, ich tue einfach so ein bisschen auf die Stirn noch ein bisschen. Dass ich nicht glänze wie eine Ölsardine. Und sonst, einfach dort, wo ich den Concealer platziert habe, einfach ein bisschen pudern da, dass der da bleibt. Dass ich nicht aussehe, als hätte ich 3 Tage Bart. Auch wenn ich wahrscheinlich aussehe, weil ich kann ein bisschen
Hörli im Gesicht. Also ich bin jetzt keine, die sich das Gesicht rasiert. Das ist nicht etwas, was ich jetzt mache. Genau. Sieht doch im Moment nicht schlecht aus. Ausser jetzt immer da der Pickel, aber dann lassen wir den Pickel sein. Genau. Der Grund, wieso ich nicht gerne Foundation tragen, ist einfach der, dass ich nicht gerne meine Haut ersticke mit Produkt. Und wenn dann eben halt nur so ein bisschen Moisturizer und so Geschichten, die ich dann halt auftrage. Oder halt eben sehr dünne Foundations. Also ich gehe nie mit Full Coverage Foundation rein, weil ich finde es schade, weil eben meine Haut ist dann nachher Pickel everywhere. Und das ist nicht cool. Genau. So. Dann. Was ich auch sehr selten mache, ist konturieren. Also ich mache es extrem selten. Ihr seht das viel auf Instagram und eben viele Beauty-YouTuber machen das. Ich habe letztens von meiner Kollegin ein Produkt ausprobiert aus Korea. Wer ist überrascht? Niemand, glaube ich. Aber das ist von dieser Marke da. Das ist die Marke Roman. Das ist neu. Und es hat zwei Farben da drin, was ich sehr cool finde. Und eben, ich versuche jetzt mich zu konturieren. Ich hoffe, es sieht einigermaßen okay aus. Was ich jetzt letztens festgestellt habe, ich muss meine Kontur weiter aufnehmen, als dass ich sie normalerweise wieder auftrage, weil sonst macht sie mein Gesicht noch komischer, als das eigentlich schon ist. Und das ist nicht schön. Pinsel für Kontur. Nehmen wir jetzt hier. Der Pinsel hier, das ist so ein angeschrägter Pinsel und ich gehe jetzt einfach mal in die Farben rein, die ich jetzt mischen. So, mischen. Puder abklopfen, immer schön. Und dann gehe ich mit der Farbe hier rein. Da. Genau. Sieht das aus, als hätte ich einen riesen Balken Farbe drauf in der Kamera, aber eigentlich ist das gar nicht der Fall. Also eigentlich ist es voll okay. Nein, ich bin jetzt eigentlich normalerweise, wenn man den macht, muss man ja da die Farbe auftragen, also noch ein bisschen weiter unten, also da. Und das wird mein Gesicht kürzer machen oder länger machen oder einfach nicht schön. Und genau, es sieht jetzt einfach wirklich aus, als hätte ich da richtig viel Farbe drauf, aber dabei ist es gar nicht so viel. Ich tue das nachher dann eh noch verblenden mit noch mehr Puder und so. Ich tue es jetzt erstmal auftragen und positionieren. Genau. Also dass es einfach höher oben ist, dass ich eine krassere Struktur bekomme. Wieso ist auch, wenn ich runter schaue, ist gut, wenn ich hoch schaue, ist gut. Genau. Und jetzt tue ich dasselbe auf dem Forehead da noch ein bisschen machen. Was ich an dieser Farbe sehr gut finde, sie ist nicht so warm, sie ist wirklich sehr schön aschig, gibt einen recht guten Schatten. Ich würde hier meine Jaw jetzt in Ruhe lassen, weil ich will den nicht noch mehr reizen und es sieht immer extrem komisch aus, wenn ich das mache. Genau, so, jetzt gehe ich damit mit einem grösseren Pinsel, mit so einem Pinsel, so mal, gehe ich jetzt ins Puder wieder und tue das ein bisschen ausblenden, die Geschichte, weil es sieht einfach wirklich aus, als hätte ich 3 Kilo drauf. Aber nicht auf der Kamera. Doch auf der Kamera, nicht in echt, meine ich. Ich habe sehr hohe Wangenknochen eigentlich, also sie sind da. Aber man sieht es halt nicht, weil meine Gesichtsform recht rund ist. Ich finde, es sieht jetzt also in Natur, also jetzt echt so, nicht auf der Kamera, sieht sehr natürlich aus. Ich bin eigentlich recht zufrieden jetzt mit dem. Also, ich glaube, das ist das beste Contouring, das ich seit langem gemacht habe. Super! Professionell! Genau. Ich sage sehr viel genau in dem Video, merke ich gerade. Sehr schön. Auf jeden Fall würde ich jetzt normalerweise ein bisschen Rouge auftragen, was ich jetzt auch machen würde, weil ich habe gerne Rouge. Die Frage ist jetzt, wie die Farbe.
habe ein gelbes Oberteil an und ich habe violette Haare momentan noch. Sie werden nicht mehr violett sein. Deshalb mache ich jetzt einfach nur so ein bisschen feiner Rouge. Das ist ein Rouge von der Marke 3CE. Der hier. Und der ist in der Farbe Pure Cake. Genau. Also purer Kuchen. So wie ich. Und ich tupfe das jetzt einfach wirklich einfach so ein bisschen auf meine Wangen. Vorne. Und gehe das ein bisschen ins Contouring ziehen. Man sieht es praktisch nicht, weil ich auch wirklich nur fein Rouge drauf tue. Meine Haut sieht jetzt momentan ein bisschen tot aus nach dem Base. Und tue das einfach so ein bisschen Kontur in der Hand ziehen. Das ist einfach so ein bisschen vorne ist. So. Genau. Was ich auch viel mache, ist hier auf der Nase noch ein bisschen und einfach nur so ein bisschen so die Geschichte. Tada! Ich bin froh, dass sich meine Haare jetzt ein bisschen chillt, weil heute Morgen haben sie ein bisschen interessant aussehen und das, obwohl ich sie frisch gewaschen habe und gestrahlt und alles. Und genau. Sie machen ein bisschen, was sie wollen. Sie wissen auch nicht, was sie wollen. Also dem her. Genau. Also das wäre jetzt momentan gerade so ein bisschen, wie das alles aussieht. YouTuber. Ich finde es eigentlich momentan nicht schlecht aus. Genau. Dann normalerweise würde ich auch noch ein bisschen bronzen. Jetzt ist die Frage, mit was? Ich habe hier auch von der gleichen Marke 30 ein anderes Rouge quasi. Rose Beige ist das. Mit dem tue ich auch mal gerne ein bisschen fein bronzen. Und ich mache das gerne, jetzt, weil ich hier alles schon gemacht habe, würde ich jetzt einfach hier bei den Augen noch ein bisschen Wärme hinzugeben. Das mache ich selten, aber ich mache es zum Teil. Aus Jux ein bisschen, aus, wie es zum Teil noch recht schön aussehen kann. Ich mache hier so ein bisschen Wärmige. Sieht jetzt sehr krass aus. Aber ich würde jetzt auch das wieder verblenden. Den Pinsel hier. Ich fühle mich gerade so, als wäre ich extrem langweilig in diesem Video, aber das ist vielleicht einfach, weil ich alleine da hocke und mit meiner Kamera reden. So, das wäre jetzt mal das Base Make-up so in diesem Stil. So, ist gut drüber. So. Und jetzt würde ich normalerweise entweder, ich weiss, es ist sehr blöd, Make-up machen, also die Augen machen nach dem Foundation, aber ich mache das jetzt so, wie ich es meistens so mache. Ich meistens meine Foundation-Produkte im Griff habe, was das angeht. Jetzt ist halt die Frage, wir gehen auf den Frühling zu, langsam aber sicher. Wahrscheinlich mache ich jetzt so ein bisschen Spring-like-Make-up. Ich hätte jetzt eben so ein paar auswahlstehende Produkte, so verschiedene Paletten. Da ich jetzt aber nicht so Lust habe, zum krass Farbe zu gehen, glaube ich. Oder habe ich das? Ich weiß es nicht. Soll ich ein kleines Make-up machen? Was soll ich machen? Nein, ich würde jetzt einfach wirklich so ein bisschen etwas machen, was ich cool finde. Und ich habe auch hier wieder ein bisschen neues Produkt, das ich noch nicht an mir selber ausprobiert habe. Das sind koreanische Lidschatten, wer hätte es erwartet, once again. Das sind Jabam Lidschatten in Aurora Night wäre das. Ein Holo-Effekt auf die Verpackung. Ich werde jetzt mit dieser arbeiten. Das ist so ein rosé Newton Geschichte da, weil ich das meistens brauche, wenn ich so ein Daily Make-up mache. Ich könnte jetzt natürlich auch gel mich schminken oder so, weil das mache ich noch gerne im Moment, mag die violette Haare. Aber nicht jetzt. Jetzt machen wir so etwas Natürliches. Genau. Und eben, ich habe euch vorhin gesagt, dass ich gerne Cosplayen tue. Ich habe erst gerade letztes Jahr angefangen mit dem effektiv, also seriös in dem Sinn. Ich habe vorhin schon Cosplay gehabt, aber eben so ein bisschen seriöser angehen. Das Ganze habe ich jetzt erst gerade angefangen. Und deshalb mache ich das jetzt. Sali zusammen. Genau. Ich habe jetzt hier das Rose, da das helle Rose, diese hier. Das hier habe ich jetzt genommen. Ich werde das jetzt einfach mal hier in die Lidfalte reinrühren. Ja, das ist so quasi ein Transition Shade, den ich jetzt hier auftrage. Ich ziehe das Ganze hier noch ein bisschen raus.
So sieht man das aus. Das sehen wir auf der anderen Seite. So. Dann, was könnte ich euch noch spannend über mich erzählen? Ich bin, ich rede gerne verschiedene Sprachen, ich lerne gerne Sprachen. Bin gerade verschiedene Sprachen am Lernen. Und ja, ich interessiere mich auch sehr für Fashion und so Geschichten. Aber das ist jetzt nicht so der Content, den ich würde wollen, auf zum Beispiel eben YouTube zeigen, weil klar, meine Fashion, die ich kann, ist ein bisschen speziell. Also nicht das, was ich jetzt anhabe, das ist einfach ein Pulli, den ich gefunden habe. Ja, aber sehr gut, aus dem Video nehmen wir. Und genau, normalerweise laufe ich viel, entweder viel bunter oder viel mehr rockig und so rum. Das werden ihr dann auch nochmal noch mitbekommen, aber eben, ich bin gleichzeitig auch noch am Arbeiten heute, also kann ich nicht einfach rumlaufen wie ein Goth in der letzten Zeit. Also ich hocke in meinem Studio zwar jetzt, aber Kunden und potenzielle Kunden kommen immer wieder da rein. Und genau, ich habe jetzt einfach für den Vormittag jetzt quasi zu, in dem Sinne zu, und werde dann mich später wieder meiner Arbeit begeben, weil die Leute da eben Walk-ins auch machen können. Und genau. So, sieht das im Moment aus. Ich finde es recht herzig aus. Da sieht es immer noch so, ich einen Balken Dreck in im Gesicht. Aber das ist jetzt auch wirklich einfach nicht der Fall. Also es sieht nicht so aus in echt. Kamera, was machst du denn in der Haut? Auf jeden Fall machen wir weiter mit den Augen. Ich habe jetzt hier so ein bisschen Pinsel drin, der hier. Und drinnen in der Hand. Und wird mit dem jetzt ein bisschen arbeiten. Ich habe jetzt die beiden Farben in der Mitte der Paletten aufgetragen. Die beiden Geschichten hier. Fokus. Fokus. Und ich werde jetzt die warm braune Aschige Farbe hier unten, die im Ecken, auftragen. Oh Jesus. Und zwar hier außen am Augenrand. Und das alles etwas tiefer machen hier. Und dann hier auch auf das bewegliche Lid ein bisschen gehen damit. Genau, etwa das. Und dann das einfach ein bisschen verblenden. Genau, ich bin eigentlich recht im Moment recht anfangen und recht ruhig. Ich rede sehr viel. Das ist etwas, wo man mir nachsagt, wo aber auch der Fall ist. Also ich rede wirklich sehr viel. Ich rede aber auch gerne, das ist das Ding. Und ich bin jetzt einfach sehr ruhig, weil ich mich ein bisschen konzentrieren will auf das, was ich euch sage, wie ich es euch sage. Nicht, weil ich irgendein komischer Mensch bin oder so, sondern einfach, weil ich meine Wortwahl gerecht will treffen und gut will treffen. Eben so, glaube ich. Genau. Jetzt haben wir hier drei Glitzertone. Glitzerton, genau, also so metallische Töne zur Auswahl. Und ich weiss jetzt nicht, welche ich könnte tragen auf meinem Auge jetzt momentan. Deshalb würde ich jetzt von dieser Palette nichts nehmen, glaube. Ja, wobei zwar der erste, der helle Champagnerton, der da. Der da. Das sieht eigentlich noch recht gut aus hier. Also, den können wir auftragen. Ich muss das jetzt gerade zum Abputzen machen. Ich trage das gerne mit dem Pinsel auf. Aber nicht mit dem gleichen von vorher, sondern mit einem anderen. Und zwar. Ich habe dann auch mit so einen Pinselputsch, wo ich meinen Pinsel abputzen kann. Und zwar mit so einem. Also mit so einem normalen Lidschattenschwamm quasi. Schwamm mit Pinsel meine ich. Lidschattenpinsel. Fokus. Da bin ich. Da bin ich, ja, genau. Und dann würde ich da eben das Pigment aufpicken quasi und dann das Überschüssige abtupfen quasi und dann das auf den Pinsel und dann nehme ich ein Setting Spray, den ich gerne möchte, um das Ziel anfeuchten. Ich nehme jetzt hier einen von Anastasia, weil ich meine Allnähte für mein Gesicht brauchen und den innen nicht. Also den brauche ich innen wirklich zum Pigment anfeuchten. Angefeuchtet auf den Pinsel. Ich tue immer zuerst das Pigment aufnehmen und dann anfeuchten, weil
wenn ich den Setting Spray drauf tue auf den Pinsel und dann ins Pigment in den Gang, kann es sein, dass ich das Pigment verändere. Und das wird die eigentlich nicht. Mal, das sieht doch eigentlich recht gut aus. Also. Dann tue ich das echt da wirklich so aufs Lid, wo ich es will haben. Und dann fertig quasi. Genau, so schminke ich mich eigentlich gerne bei meiner Freizeit, wenn ich ein bisschen etwas im Gesicht will haben. Das finde ich jetzt eigentlich wirklich recht schön. Jetzt sehe ich mich wieder mit vollem Glanz. Und das wäre so im Moment, wenn ich aussehen. Ein bisschen Lidschatten. Ich mache jetzt auch keinen Eyeliner grundsätzlich, weil das ist nicht der Sinn dahinter, dass ich jetzt da noch einen Wingard mache und überhaupt. Genau, meine Augenbrauen sehen im Moment ein bisschen zerfetzelt aus. Deshalb würde ich sagen, dass wir dann auch noch etwas machen. Sie sehen zwar nicht schlecht aus, aber sie sind im Moment ein bisschen, wie ich gerade letztens einen Tint drauf da hatte. Und ja. Jetzt ist die Frage, will ich mal mein neues Produkt? Ich habe ein neues Produkt. Das wäre ein Stift von der Etude House, wo auch aus Korea ist. Und ich weiss nicht mal, ob die Farbe stimmt. Warte mal schnell. Ich habe nur bei den einen Augenbrauen und die wird jetzt auch nicht von dem überdeckt, also die bleibt halt immer, die habe ich halt permanent. Also die kann ich auch nicht mit einem Stift für die Augenbrauen abdecken, die ist halt einfach dort. Die Farbe von diesem Stift passt so gut mit meinen Augenbrauen zusammen, dass ich nicht mal richtig sehe, ob etwas rauskommt oder nicht. Mal, also es sieht doch schon so aus, als würde etwas passieren. Genau. So. Jetzt habe ich das noch verblenden natürlich, dass ich nicht aussehe, als hätte ich zwei Balken im Gesicht. Das hat hinten drauf eine recht interessante Bürste, muss ich sagen jetzt. Weil normalerweise hat es ja so ein Spulis dran und da hat es jetzt sowieso eine kleine Zahnbürste drauf. Hure interessant. Ja, mal, ich finde das jetzt eigentlich nicht schlecht, muss ich sagen. Genau, und ich bin absolut kein Champion mit Eyeliner und Augenbrauen und so, aber ich mache es trotzdem manchmal noch recht gern. Eben, ich bin gerade im Moment einfach nicht wirklich spannend. Kann das sein, aber eben, das ist jetzt halt so ein Defizit, wenn man es nicht so viel macht, von der Kamera hocken und reden. Ich bin eben meistens hinter der Kamera und nicht vor der Kamera, deshalb ist das für mich ein bisschen ein neues Feeling und ich mich zuerst ein bisschen daran gewöhnen. Und deshalb mache ich jetzt eben auch so ein bisschen verschiedene Videos. Aber ich finde, das sieht eigentlich nicht schlecht aus. Jetzt mache ich noch unter der Wimperlinie quasi. Ich mache jetzt auch noch etwas mit meinem Lidschatten. Ich gehe jetzt hier wieder in die Palette rein. Da. In die Shabam-Shabam-Schaden von Schaden. Genau, in die Shabam-Shabam-Shadows von der Coringo. Und ich werde jetzt mit dieser dunklen Farbe außen unter dem Auge durch. Nur so ein bisschen am Ecken. Genau so. Einfach zum da ein bisschen tiefer gehen. Und dann hat sich das eigentlich schon erledigt. Mit dem Lidschatten. Ich könnte jetzt noch viel, viel farbiger und viel alles rein, weil ich habe meine Sachen da, aber mache ich jetzt wie gesagt nicht. Weil das ist nicht der Sinn davon. Gut, dann gehe ich jetzt aber noch mit einer anderen Farbe in mein Inner Corner Highlight rein, weil das fehlt noch. Und dann hätte ich dort von... Wo ist er wo? Da ist er. Ein Highlighter, den ich brauche für das. Das wäre der Highlighter da von MAC. Oh, man sieht die Kamera. Oh, das wäre der Highlighter von MAC. Das ist der Oh Darling in... das ist der Oh Darling. Das ist der Extra Skin Dimension Finish von MAC in der Farbe Oh Darling und den brauche ich sehr gerne für mein Gesicht, für alles ein bisschen. Und von dem bin ich jetzt auch wieder auf den gleichen Pinsel wie vorher, wo ich meine Farbe in der Mitte aufgehört habe. Also den, den ich fürs Glitzen gebraucht habe und den tue ich jetzt wieder anfichten und dann einfach in die Mitte in den Corner Highlight rein berühren quasi wieder. Tada, tada, fertig. Und dann mit den Fingern drüber, weil er ist ein bisschen... So. Das will ich noch ein bisschen aufblenden da und in den Rest rein.
ja, was habe ich sonst noch Spezielles zu erzählen? Weil ich bin eigentlich momentan so ein bisschen am Freestylen mit diesem Video. Also ich bin nicht irgendwie geplant momentan. Ich habe einfach gefunden, ich kann mich ein bisschen schminken, ein bisschen sagen, wer ich bin, wo ich lebe, was ich mache, wie alt ich bin. Aus dem Grund habe ich gefunden, dass das eine wichtige Information ist. Genau. Und genau sagen zum 8000. Mal ist auch wichtig, natürlich. Ja, und sonst eigentlich, was gibt es noch Wissenswertes über mich? Ich bin in einer Beziehung, wuhu. Ich mache Cosplay, ich reise gerne. So ein bisschen das typische Girl Thingies, wuhu. Nein, eigentlich nicht, aber ja. Dann, was machen wir als nächstes? Ich habe eine Wimperntusche, die muss ich probieren. Das ist auch von der Marke Etude House. Das ist Etude House Dual One Thingy. Das ist der Dual Mascara von Etude House. Und den habe ich euch gerade neuestens gekauft. Das ist ein neuer, den habe ich auch noch nie ausprobiert. Und die Bürste sieht so aus. Und das Coole an diesem Ding ist, es hat zwei Bürsten. Es hat eine für die oberen Wimpern und eine für die unteren Wimpern. Und deshalb brauchen wir den jetzt gerade und probieren aus. Ich gehe nie bis ganz hinten an den Wimpern. Weil, ah ja genau, das könnt ihr euch vielleicht noch erzählen. Ich habe ein Augenproblem. Also bis jetzt habe ich so eine Wunde im Auge. Wenn meine Augen ausdrücken, dann nachher kann das aufreißen und dann geht das wieder Theater. Und deshalb bin ich immer ein bisschen vorsichtig mit Schminken. Deshalb mache ich gewisse Sachen nicht oder halt vorsichtiger oder etwas anders als alle. Aber es hält mich nicht davon ab, zu mich schminken. Ich habe zwei Jahre lang mich nicht geschminkt, wo das neu rausgekommen ist. Ich war 3 Monate straight quasi blind gewesen, sehr lichtempfindlich und ja, so. Ich finde echt die Wimperntusche, also jetzt die für die Oberlash schon mal sehr schön. Sieht recht gut aus, muss ich sagen. Jetzt machen wir die für die unteren Lashes, etwas, was ich nie kann, untere Lashes. Und das ist halt wirklich so eine ganz kleine Bürste. So eine ganz winzige Bürste. So richtig klein, herzig. Fokus. Und das. So ganz kleine mit Braun habe ich die jetzt genommen. Ich finde, die unteren Wimpern, die müssen jetzt nicht wahnsinnig. Ich muss jetzt da schnell einen anderen Spiegel haben. Die unteren Wimpern müssen jetzt da nicht extrem rausstechen. Sehr schön fein. Extrem fein, aber ich mache glaube schon ein bisschen Unterschied, würde ich jetzt mal sagen. Wenn ihr etwas im Hintergrund rauschen hört, ist das meine Lampe. Ich werde dann auf die Aufnahme und dann gehe checken, ob man das hört oder nicht. So, fertig mit der Winterdusche. Finde ich, sieht sehr gut aus. Bin ich ein Fan davon, ist ein guter Kauf. Genau. Ah ja, übrigens, wenn ihr Sachen aus Korea kaufen oder japanische Schminke, es gibt eine Webseite, dort habe ich einen Code drauf. Den werde ich euch verlinken, das ist mein Friendcode quasi. Und dann bekommen wir dort einen Rabatt, wenn ihr etwas kaufen mit dem. Ich weiss gar momentan nicht mehr viel, ich werde dann aber auflisten, was ihr da habt. Und dann könnt ihr euch Sachen gewinnen. Vielleicht ein bisschen mehr als sonst, wenn ihr den nicht hättet. Ich mache keinen Profit mit dem, also ich komme nicht mit dem retour über so viel ich weiss. Von dem her, ich habe ihn einfach und ich habe gefunden. Wieso nicht? Ich kaufe halt sehr viel, eben, das war vorher schon privat so. Also das ist nicht, wie ich ein Influencer bin. Ich bin auch kein Influencer, ich bin einfach da und mache meine Scheiße. Ich mache meine Videos und ich bin einfach, ich habe Freude dran und ich habe gefunden, ich könnte damit anfangen als Übung. Zum besser werden beim Schminken und dann so ein bisschen quasi Weekly-Video machen, was ich gelernt habe in der Schminkschule zum Beispiel. Etc. pp. Und ich hoffe, das Ganze wird auch irgendwann mal ein bisschen lustiger, weil im Moment ist es so ein bisschen. Aber das Video mit meiner Kollegin ist halt sehr lustig, muss ich sagen. Ist halt einfach, wenn ich alleine im Raum hocke, ist so ein bisschen so, ich bin alleine, ich rede mit mir selber, was läuft. Genau, zum 5000. Highlighter. Da habe ich meinen absoluten Favorite Highlighter, das ist der von Fenty Beauty, das ist dieser hier. Die. So einer von den Kilowatts natürlich, aber das ist jetzt ein Duo Kilowatt. Das ist jetzt einer mit 2 Farben drin. In der Farbe Lightning Dust und Fire Crystal. Und das ist einfach mein absoluter Lieblingshighlighter, fertig. Also es gibt keinen besseren meiner Meinung nach für mich, so für meine Haut.
Ich liebe ihn und einer von denen ist mir letztens runtergefallen und kaputt gegangen. Ich musste einen neuen kaufen. Ich bin ein bisschen frustriert nachher. Aber es sieht halt schon anders aus auf der Kamera. Genau, ich tue das jetzt eben einfach dort, wo ich meinen Highlighter will, her. Mir gibt es dort eigentlich nicht zu gross zu erklären. Also, keep it well. Eigentlich hätte ich auch die Variante gehabt, um Videos auf Englisch zu machen, aber mache ich jetzt nicht, auch wenn es quasi die Muttersprache von mir ist. Ich finde es nicht nötig. Ich finde, es braucht mehr Schweizer Content Creators, es braucht mehr Leute, die Sachen machen. Aber eben, ich habe eigentlich so ein bisschen etwas, was die Jugendlichen heutzutage Crackhead Energy nennen. Ich bin eigentlich recht lustig und recht offen, aber ich bin im Moment eben noch, dass ich mich am dran gewöhnen sind. Und eben, ich lasse meine Versprechen wahrscheinlich in der Mehrheit auch drinnen, weil es lustig ist und weil ich ein Döfi bin und genau. Ein halb professionelles Döfi. So. Haar hinten. So sieht das Ganze im Moment aus. Und glänzend. Ein bisschen aus meiner Ölsardine. Genau, wie wir es haben wollen. Ja. Exactly! Gut, dann gibt es eigentlich nur noch etwas zu tun, und zwar meine Lippen. Ist das tatsächlich schon alles drin? Oh no! Das war jetzt ein schnelles Video. Ja, dann machen wir einfach nur schnell meine Lippen. Dann nehme ich jetzt einen Lippenstift von der Marke Peripera. Das ist die Marke hier. Das ist der Lippenstift. Das ist die Farbe 11. Und dann tue ich mir jetzt auf die Lippen. Und zwar in die Mitte. Ich habe sehr trockene Lippen momentan, aber das hat sich dann gerade wieder erledigt. Ich nehme jetzt hier so ein Blending Brush. Ich mache das immer mit denen. Ich kann das eigentlich noch gerne, weil die geben ein feines Finish. Und dann ich das verteile auf die Lippen. Ganz ein feines Finish und ich werde jetzt aber noch ein bisschen mehr Farbe. Dann tragen wir da noch mehr auf. So, like that. Und dann hat sich das eigentlich schon. Fertig. Ich glaube, sieht das in Grossformat aus. Jetzt würde ich dann noch schnell eine Zoom-Collage machen und dann hat sich das. Also danke fürs Schauen und ich hoffe, ich bin noch irgendwie sympathisch. Ich hoffe, euch hat das irgendwie ein bisschen gefallen. Was ich noch nicht erzählt habe, ist, wieso ich das mache, glaube ich, aber. Es gibt immer noch genug Möglichkeiten, um etwas weiter zu erzählen, oder nicht? Genau, also ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Video und eben, hoffentlich hat es euch gefallen. Wenn nicht, dann ist schade. Nicht mein Problem. ich hoffe, euch hat es gefallen und ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Video wieder. Und ja, man sieht sich, man spürt sich, man fühlt sich. Man fühlt sich, jawohl. Ciao zusammen!